Gerüchte kursierten bereits länger im Netz. Nun hat Fendt ernst gemacht. Nichts weniger als das Schloss Neuschwanstein gab die Kulisse für die spektakuläre Präsentation des German Meisterwerk aus Markt Oberdorf. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz stellte Fendt die Hülle der neuen 1000er Reihe vor. Ja, das können Sie sich vorstellen. Der Fendt 1000 Vario ist schon ein königliches Gefährt. Und ich würde es mal so ausdrücken, der König ist heute Abend nach Hause gekommen. Wir wählen also bewusst das königliche Umfeld für die Top-Power-Reihe, die ab sofort das Fendt-Portfolio prägt. Der Fendt 1000 Vario ist ein komplett neu entwickelter Standard-Großtraktor. Mit einer neuen Leistungsklasse von 380 bis 500 PS ist er besonders als leistungsstarker Zugschlepper für den Weltmarkt ausgelegt. Neben Zentral- und Osteuropa will Fendt mit der Maschine auch stärker in den nordamerikanischen Markt vordringen. Nordamerika ist ein Markt, der für uns sehr wichtig ist, der ja auch gerade prädestiniert ist. Dort werden wir letztendlich aufgrund der Markterfüllung der Marktanforderungen angefangen mit einfachen Dingen wie Spurweiten und Wenderadien, die wir bisher nicht so erfüllen konnten. Die haben wir alle erfüllt, die haben wir alle gelöst in dem neuen Konzept. Und dort werden wir ganz bestimmt einen ganz anderen Marktzugang haben, der auch dann hoffentlich andere Modelle hin weiter mitziehen wird. Im Handel ist der neue Fendt Großtraktor im vierten Quartal 2015 erhältlich. Die komplette Technik soll schrittweise über den Feld-Fendt-Tag in Wadenbrunn, die SIMA in Paris und abschließend auf der Agritechnica in Hannover präsentiert werden. 2013 schloss Fendt mit einem Plus bei den Schlepperverkäufen von mehr als 20% im Vergleich zum Vorjahr ab. Also Fendt steht sehr gut da. Wir haben im letzten Jahr erstmal unser Top-Jahr in der Firmengeschichte gefahren. Wir haben die meiste Stückzahl produziert, also nahezu 18.000 Einheiten. Wir haben also sehr gute Umsätze gefahren, die über 1,7 Milliarden Euro gelegen sind. Nur auf das Neumaschinengeschäft, ohne Ersatzteile, ohne andere Nebenbereiche. Das ist fantastisch gewesen. Auch wenn das Unternehmen aus Markt Oberdorf für das laufende Jahr mit einem leicht rückläufigen Traktorenabsatz rechnet, plant Fendt mittelfristig mit einem jährlichen Absatz von 20.000 Traktoren. In der Königsklasse wird dann auch der neue 1000er seinen Teil dazu beitragen.